Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist immer wieder grandios, wenn man Soundeinstellungen für ein Spiel hat und dann das Intro einfach sich nicht dran hält. Also Intro sagt dann einfach so, pö, wir machen auf 3000%. Weil so hat man mir das beigebracht, ne? Und genau. Ja, niemand hat die Absicht, überhaupt irgendwas zu verbessern, gefühlt. So, genau. Also das neue Spiel findet ihr übrigens dann hier unter dem neuen Link, den ich jetzt gleich poste. Das ist der, genau, findet ihr auf Steam. Kostet irgendwie, was war's? Ich glaube 14 Euro oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Könnt ihr mal kurz nachschauen. Nee, sogar 20 Euro. Genau, es kostet 19,99. Ist von einem deutschen Indie-Studio oder Indie-Entwickler, sagen wir mal. Ich glaube, es sind ein bis drei Leute oder so. Und da fällt mir wieder ein, dass ich noch den fragen wollte. Genau, weil eigentlich eventuell schreibe ich dafür einen Port. Auf, ich weiß gerade nicht mehr auf was. Genau. Nein, Rigid Force Alpha ist keine Alpha-Version. Das ist tatsächlich, das ist nur der Name. Es ist eine 1.0-Version, die jetzt Ende August rauskam, am 31. Und da hat mir der Entwickler das auf der Mac in Erfurt anvertraut. Genau. Genau, im Streamtitel soll ich es auch noch ändern, natürlich, dass das jetzt hier Rigid Force Alpha ist. Rigid Force Alpha. Und ich glaube, ich habe ja auch schon den Tweet dazu abgeschickt, oder? Okay, gut. Dann habe ich das jetzt auf Twitter gemacht. Ich habe das jetzt im Stream geändert. Und ihr seht das neue Spiel schon. Genau, sorry übrigens dafür, dass es gerade so krass laut war. Ich hatte das eigentlich mal eingestellt. Aber das Spiel hat sich irgendwie nicht daran halten wollen. Sehr schön. So, genau. Jetzt würde ich auch mal rausfinden. Ich habe ein Gamepad jetzt angemacht, bevor ich das Spiel gestartet habe. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich echt sauer. So. Genau, wir werden auch ohne Introduction anfangen, weil ihr wisst ja. Welcome, Captain. Rigid Force Alpha ready for deployment. Here are the mission parameters. A distress signal has reached the UPFF fleet. Research Station Burnus is under attack. Among many other groundbreaking projects, the scientists of this facility have established the core program. It is the same technology used to operate the Rigid Force Alpha systems. The enormous potential of this project must under no circumstances fall into the wrong hands. The calculated route leads us through the asteroid mining colony off Coast Alpha. They're reporting heavy battles. Prepare for combat. Ich mag den Stil eigentlich schon. Also der Stil ist halt so. So fast schon Kung Fury mäßig. Laser Trash, wie ich immer wieder dazu sage. Und ich mag Laser Trash. Laser Trash ist awesome. We're approaching Outpost Alpha within the asteroid mining colony. Usually, rare minerals are mined here for use in research and science. At the moment, however, military operations are underway. Also, die Musik ist schon ziemlich geil. Ah, okay, was? Okay, also okay, so viel dazu. Okay, mit Steuerung schieße ich. Und Gamepad ist nicht drin. Ship lost.
So. Genau, neues Schiff, neues Glück oder so. Außerdem schieße ich anscheinend gerade auch gleichzeitig Raketen und das war gar kein Hintergrundding, sondern tatsächlich das war Vordergrund-Ding, mit dem ich kollidieren kann. Ich glaube, die grünen Dinge kann ich sammeln. Au. Oh, oh, oh. Au. Nein, verdammt. Und guten Abend, Gamehubler. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Continue. Yes. Returning to mission. So, wir den Continue-Screen, wie damals in alten Game-Konsolen. Arcade-Maschinen, besser gesagt. Ship lost. Ship destroyed. Ja, Entschuldigung. Ich, I know, I'm bad. Ich bin in Bullet Hell so absolut nicht gut, weil ich werde beschossen und muss auch noch dafür sorgen, dass ich nicht dass ich halt andere Dinge abschieße und genau, irgendwie gleichzeitig muss ich auch noch Schüssen ausweichen. Das ist irgendwie zu Multitasking für mich. Obwohl ich normalerweise gar kein Problem mit Multitasking habe. Was ich total dumm finde, ist, dass ich überhaupt noch auf Dings drücken muss. Kann ich denn... Wenn dabei auch noch die Nase juckt. Would you like to continue? Yes, I would like to continue, please. Let's do it. Genau. Stimmt, ich hoffe, heute ist Montag. Oh, was für ein Key bekommt denn der Gamehubler denn so ein nettes? Ups. Ich bin so schlecht in dem Spiel, das gibt's nicht. Es hilft natürlich auch nicht, wenn ich versuche, dabei gleichzeitig noch irgendwie den Gamehubler irgendwie Dinge zu fragen und ihm zuzuhören. Oder wieder zu lesen. Okay, was auch immer, um was auch immer ging, er hat es nicht bekommen. Das habe ich noch gerade so gelesen, grob. Au. Mist. Battlefield 5. Ah, okay. Yes, I do need more training. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Computer. So, wir probieren das jetzt einfach nochmal. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, ich weiß. Wir fliegen los. Wir brauchen die Zwischensequenz nicht. Ah, die Zwischensequenz war aber anscheinend auch dafür da, um ein paar Ladescreens zu verstecken. Das ist cool.
Das Blöde ist ja eigentlich, dass ich, wenn man, je öfter man stirbt, desto schwerer wird das Spiel auch. Weil man verliert die ganzen Upgrades. Das heißt, ja, ne? Weil jetzt habe ich zum Beispiel diesen Vierer-Schuss mit der Rakete. Damit mache ich halt ziemlich viel, ziemlich schnell kaputt. Und habe es dadurch super einfach, irgendwie durch Dinge durchzukommen. Und jetzt habe ich halt so ein, was, so ein 8er Schuss, glaube ich sogar, noch ein 6er Schuss? 6er Schuss. Das Ganze ist super einfach. Dreck! Genau, jetzt habe ich halt hier wieder mit diesem Schmarrn von Anfang an anfangen. Okay. Ah. Yes, I know, thank you. Nett, dass du es aber erwähnst. Gerade noch so. Wow, wir haben das erste Level tatsächlich geschafft. Whoop. Das ist krass, so krass. Das ist gerade tatsächlich der beste Tipp eigentlich für so ein Bullet Hell. So. Ach nee, das ist jetzt unser erster Bosskampf. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich mich umdrehen könnte. Also ob ich halt irgendwie von der anderen Seite drauf schießen könnte. Ach nö, ich habe ihn gerade besiegt. Lähm. So, ich habe jetzt irgendwie noch zwei Continues. Hier, komm. Yay. Weiter. Muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen oder darf ich direkt beim Boss? Ah, ich darf direkt beim Boss. Aber nein, nur mit dem. Ach, nur mit dem Einfachlaser. Mist. Dadurch wird es halt alles irgendwie sehr viel schwerer. Es hat weniger Schaden. Ups. Verdammte Axt. Ich muss auch genau in das Ding reinfliegen, ne? Komm, noch ein Continue habe ich. Vielleicht soll ich mal rausfinden, ob ich tatsächlich mich umdrehen kann, während ich, weil wenn ich ihn halt von, nicht nur von links, sondern halt auch von rechts beschießen kann, weil ich mich einfach umdrehen kann, dann wäre das so ein... Dann wäre das schon praktisch. Ja, Dorado hätte es am liebsten noch härter. Der will, dass ich wieder von ganz von vorne anfange. Darauf kann ich aber verzichten, muss ich zugeben.
Na gut, da oben ist also hier der letzte. So. Gut. Erste Dings ist, glaub, durch. So, nice. Und ich glaube, weil ich keine Items hatte gerade eben, habe ich das Achievement Purist freigeschaltet. Okay, dann bis gleich, Gamehabler. Vielen Dank, Dorado. The largest center for research and development of new energy sources and weapon systems in this solar system. The original help signal came from inside this facility. Prepare for enemy contact. Careful. Ouch. Ich kann ja eigentlich gar nicht alles umbringen hier. Ich würde viel lieber mehr umbringen. Was? Verdammte Angst hier! Ich fliege auch in alles rein. So, machen wir nochmal. So, wir holen jetzt nochmal das Training kurz. So, Return to Menu, weil man konnte ja noch vorher eine Introduction auswählen. Die habe ich jetzt vorhin nicht gespielt, weil ich habe vorhin nochmal das Spiel gestartet gehabt. Und da hat er mir das angeboten, aber da wollte ich ja eigentlich nur kurz mal Sound einstellen. Da habe ich das eben nur genau das gemacht. Guck, so schöne Musik. So schönes Intro. Das euch vorenthalten, das wäre fies gewesen. Rigid Force Alpha. A new agile battleship created by the United Planet Freedom Forces best engineers and scientists. The Rigid Force Alpha was developed using the groundbreaking core technology, a virtually inexhaustible source of energy. Designed for both interstellar and planetary combat operations, this prototype is today one of the UPFF's most advanced weapons. I am Psy. Hi, Ali. It's artificial intelligence. I was designed to support you. You can trust me completely. This ship is now under your command, Captain. Welcome aboard. Would you like me to explain the basics? Ja. Komm, sag mir mal. Let's begin. Ja, mir geht's wunderbar. Beim Internet geht's nicht ganz so gut, deswegen ruckelt das heute so. Ich finde es ja schön, dass sie mir anbieten, ein Gamepad zu verwenden, aber ich dann nicht kann. Das ist schon skandalös. Genau, wie gesagt, mir geht's kurz gut. Das Internet ist halt ein bisschen lame. Now use the attract function to collect more energy orbs. Very good.
fantastic. Note that the attractor function slows your shifter. In return, you can quickly replenish your energy supply. Now use the collected energy to charge your weapon and deliver a powerful blast. Excellent. This way you can defeat even the toughest targets. Always keep an eye on your energy supply. Gut zu wissen. Jetzt wissen wir mal, wofür das ist. Nice. Collect all of these force shards to increase the firepower of your main armament. Good. You will notice that each force shard fires additional projectiles. You can activate up to four of them. Now move the force shards all the way to the rear of the ship. Oh. Very good. This way, you can reach targets behind you. And now, please move the force shards back to the front of the ship. Ja, cool. Erfreut mich, dass es dir gut geht, Annie. Anni, was hast du denn heute so gemacht? Wie war dein Montag? So, jetzt haben wir jetzt auch mal, nachdem wir den Crashkurs gerade eben gemacht haben, also davor mit ohne, ne? Mal easy. Wir drücken mal easy. Ich kann das ja noch nicht. Armer gespielt. Was gab's denn Gutes? Wieder dieses Prison and Escape Ding oder was anderes? We are approaching. Prepare for enemy attack. Der Text war leider zu schnell. Hier. So. Watch Genau, mit so diesen Dingern ist es viel einfacher. Also wenn man halt die ganzen Goodies mitnehmen kann, ist natürlich das ganze Spiel viel einfacher. Als wenn wir das jetzt halt ohne machen müssen. Und gerade, dass wir jetzt auch wissen, wie wir rückwärts schießen können, ist halt total super. Richtig gut. So. Ah, exiliert sind, habt ihr. Sehr schön. Das heißt, ihr seid entkommen. Sehr gut.
So, jetzt haben wir hier wieder unseren Boss. Der wird jetzt relativ einfach tatsächlich zu besiegen sein, weil wir jetzt hier so gut ausgerüstet sind. Sage ich und lass mich mit irgendeinem dummen Dinger treffen. So, irgendein Achievement habe ich jetzt auch gerade freigeschaltet. I can do without you. Was natürlich bei mir natürlich viele das Lied in Erinnerung ruft. With or without you. Ach ja, die Musik ist total super von dem Spiel. Nein! Wir können das schon gar nicht mehr aufsammeln, was wir hier alles mitnehmen könnten. Voilà. Okay, jetzt rastet es komplett aus. Dinge zerschießen. Hallo. Ich finde es total cool, dass ich das jetzt einfach so umsortieren kann und sagen so, ja, das schießt es nach vorne, das schießt wieder nach hinten. Das hätte gerade voll in die Hose gehen können. Hätte ich alles verloren, ey. So. Nein! Okay, warte. Okay, ich konnte jetzt vieles wieder aufsammeln. So, komm. Nein. So, durch.
So, gut. Skandalös. Bleibst du wohl hier? Ja. Aber... Jetzt wäre ich doch fast noch gegen Dinge gefahren. Yugano, was installierst und verschiebst du dann? Warning. Bioengineered life form detected. Codename Project Behemoth. Creature shows significant core DNA readings. Scans indicate presence of Exile. Parasitic life form. Was war denn nochmal Exile? Ich hab das. Also ich kenne die ganzen Mods nicht, die ganzen Bekannten. Ich kenne ja jetzt echt nur dieses Anti-Stasi-Ding. Ew. Tentakeli. Schlimmer als Snake hier. Achso, jetzt. Gerade natürlich zum falschen Punkt Dings eingesetzt. Habe ich? Ich habe es, wie ich glaube, gekillt, oder? Yeah. Und hallo, schön, dass du wieder da bist, Game Hubler. Fallout 76 auf SSD verschieben, Black Desert. Verschieben, Bless Online, mein Free-to-Play ist auszutesten. Ach ja, Bless. Weiß nicht. Ja, Bless war ja auch so kaputt, weil es gesagt hat so, ha, du hast zwar eine dedicated GPU dafür, aber wie wäre es, wenn ich einfach mal deine Onboard nehme? Klingt wunderbar. Du hast jetzt, was, du hast 4 M2 Terabyte reingehauen. Alter, wie scheißreich bist du eigentlich? Das ist irgendwas zwischen 800 und 1200 Euro, was du da reingesteckt hast. Irgendwann kommt vielleicht auch mal nochmal was an hier. Au.
Okay, ich glaube, ich habe meinen neuen Endgegner gefunden. Was? Was? Warum bin ich da jetzt so abgesunken? Ach, die diese Sandstürme ziehen nämlich runter. Oh je. Oh nö, und jetzt habe ich nichts mehr. Genau zu sein, zwar auf der Main, zwar auf einer Adapter. Sorry, da kann ich jetzt gerade gar nicht so zu mitlesen, wie ich eigentlich gewollt hatte. Alles, wo wir hier killen.